Hey zusammen! Heute klären wir, warum das Neua Beeline 660 das perfekte Weihnachtsgeschenk für jeden Videografen ist. Das Neua Videolight Bicolor 660 kostet einzeln bei Amazon mit Fernbedienung 95 Euro. Ein ziemlicher Kampfpreis im Segment der Video-LEDs. Doch wie es sich dafür schlägt, das habe ich in der letzten Zeit einmal ausprobiert. Gut gefällt mir direkt zu Beginn die robuste Tasche, in der das Licht kommt. Hier finden Panel, Netzteil und Fernbedienung bequem Platz und lassen sich einfach transportieren. Das Panel selbst besteht rundum aus Aluminium und alle Scharniere und Regler wirken sehr gut verarbeitet. Aufgrund der kühlenden Wirkung des Metalls rundum konnte Neua auf Lüfter verzichten und das Panel komplett passiv kühlen. Sehr angenehm, da so keine Lüftergeräusche bei langen Aufnahmen zu hören sind. Apropos lange Aufnahmen. Man kann das Panel wahlweise mit dem beiliegenden Netzteil oder Sony-Akkus betreiben. Es gibt zwei Akkuslots, wobei es aber genügt, einen zu besetzen. Jedoch ist die Akkulaufzeit dann nicht allzu lang. Je nach Helligkeitseinstellung kommt man auch mit zwei Akkus nicht über eine Stunde hinweg. In diesem Fall sollte man das Netzteil nehmen. Der Anschluss am Gehäuse hat sogar ein kleines Gewinde, sodass man einen hochwertigen Stecker verwenden könnte, der sich nicht löst. Das mitgelieferte Netzteil hat einen solchen Stecker aber leider nicht. Die Fernbedienung kostet bei der Bestellung 10 Euro mehr. Ist es aus meiner Sicht aber auf jeden Fall wert. Über sie kann man bequem aus großer Distanz die Helligkeit und die Farbtemperatur mehrerer Paneele einstellen, ohne diese von hinten bedienen zu müssen. Die Fernbedienung verbindet sich automatisch und reagiert auch schnell auf die Eingabe. Dank des eingebauten Displays kann man hier live den Akkustand und die gerade gewählten Einstellungen sehen. Sehr angenehm. Ansonsten steht für die Steuerung ein Bedienfeld hinten am Scheinwerfer zur Verfügung. Die Drehregler erlauben eine Einstellung in 10% Schritten und fühlen sich sehr hochwertig an. Sie rasten auf jeder Stufe kurz ein, sodass man sie nicht allzu leicht verstellen kann. Auch hier ist ein kleines Display verbaut, das gut ablesbar die aktuellen Einstellungen samt Akkustand anzeigt. Die Leuchte kann über ein normales Gewinde an jedem Lichtstativ festgemacht werden. Und das sogar in zwei Richtungen, um trotz geöffneter Lichtklappen noch in alle Richtungen beweglich zu sein. Die Leuchtkraft der LEDs ist enorm. Hinter dem Diffusor verbergen sich die einzelnen kleinen LEDs und bei 100%iger Helligkeit könnte man damit auch einen Suchhubschrauber der Polizei ausstatten. Also die Helligkeit reicht völlig zum Arbeiten aus und dank der Temperaturregelung kann man auch den Weißwert der Kamera genau auf den Wert des Lichtes einstellen. Das macht schon was her. Im Vergleich zu klassischen Softboxen ist das Licht des LED-Panels deutlich härter und sorgt so mitunter für härtere Schatten. Daher habe ich das Panel im Intro auch nicht als Hauptlicht für mein Gesicht, sondern nur als Haarlicht für meine Haare genutzt, um dort Strukturen und Kontraste besser hervorzuheben. Ich hätte das Licht aber auch hinter mich und somit den Bereich dort besser ausleuchten können. Ich würde also empfehlen, eine Kombination aus Softbox und vielleicht zwei der LED-Panel zu benutzen, um für jede Szene optimal gerüstet zu sein. Insgesamt bin ich mit dem LED-Panel sehr zufrieden und hatte viel Spaß damit, Aufnahmen zu machen. Demnächst werden vermutlich die meisten Videos auf diesem Kanal mit dem Neua Bicolor 660 ausgeleuchtet. Und wenn euch die LED auch gefällt, dann schaut mal in die Beschreibung. Dort gibt es einen Code, mit dem ihr die Lampe günstiger bestellen könnt, falls ihr noch ein leicht verspätetes Weihnachtsgeschenk für Videofans sucht. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Fragen zu dem Videolicht habt, dann lasst sie mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich stehe euch dort Rede und Antwort. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und sage tschö, bye bye und auf Wiedersehen.